Bekommen Erwerbsminderungsrentner die gesetzliche Rentenerhöhung zum 1.7. nicht ausgezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Zum 1.7.2023, das wissen wir ja nun alle, gibt es die gesetzliche Rentenerhöhung. Wir haben dann zum 1.7. einen einheitlichen Rentenwert von 37,60 € pro persönlichen Entgeltpunkt. Ja, und dann noch verschiedene andere Änderungen bei oder im Zusammenhang mit dieser gesetzlichen Rentenerhöhung. Und wie immer, jedes Jahr wahrscheinlich dasselbe, habe ich auch per Mail wieder eine Anfrage reinbekommen. Und da geht es um die Frage, ob denn Erwerbsminderungsrentner oder Rentnerinnen die gesetzliche Rentenerhöhung auch bekommen oder ob sie da außen vor gelassen sind. Meine Damen und Herren, ich kann es nur noch mal wiederholen. Die gesetzliche Rentenerhöhung zum 1.7.2023 erfasst grundsätzlich gesetzliche Altersrenten, gesetzliche Hinterbliebenenrenten, gesetzliche Renten wegen Erwerbsminderung, die Renten der Landwirte und auch die Erhöhung der gesetzlichen Unfallrenten oder Verletztenrenten jetzt genannt. Das heißt also, im Normalfall bekommen alle Altersrentner, alle EM-Rentner und alle hinterbliebenen Rentner in Deutschland diese Rentenerhöhung zugesprochen. Die Rentenanpassungsbescheide sind ja schon auf dem Weg. Auch dazu habe ich ein entsprechendes Video kürzlich gedreht. Meine Damen und Herren, es gibt sicherlich eine ganz, ganz kleine Ausnahme, wo ein gesetzlicher Rentner oder Rentnerin diese Rentenanpassung nicht erhält. Das ist bei den sogenannten Aussparungsbescheiden. Das heißt also, hier bekommt der oder die Betroffene die Rentenerhöhung nur deshalb nicht zugesprochen, weil sie eine zu hohe Rente zu ihren Gunsten zugesprochen bekommen hat, obwohl ihr diese oder er die Rente so in der Berechnung nicht zusteht. Und zwar aufgrund eines Fehlers. Also die Rentenberechnung ist dann fehlerhaft erfolgt durch die Rentenversicherung. Das sind aber ganz, 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 ganz kleine Anteile derer, die von der Rentenanpassung ausgespart sind, sozusagen. Man nennt das auch Aussparungsbescheid. Also ich gehe davon aus, dass die Masse aller derer, knapp 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland, die Rentenanpassung erhalten wird. Also ich sage es nochmal, EM-Rentner, ihr könnt euch alle beruhigen. Im Normalfall bekommt ihr alle eure Rentenanpassung zum 1.7.2023 auch zugesprochen. Bitte aufpassen, die höheren Renten werden bei der sogenannten nachschüssigen Rente erst Ende Juli 2023 ausgezahlt. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.